Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kreativbauen, dem Projekt von mir, dem Drago Basler, zu das Bauen. Ich bin natürlich noch kein Profi, ich bin eher ein Gelegenheitsspieler von Minecraft, aber wir werden mal schauen, dass wir zu einem Profi werden, also gemeinsam. Es gibt natürlich noch nicht viel Feedback, also ein paar haben geschrieben, dass sie es toll finden, dass ich wieder weitermache. Aber so richtig, ja, Minecraft wurde natürlich noch nicht so gehypt bei mir wie bei anderen. Ich möchte gerne die Brücke heute ein bisschen umgestalten wieder, weil ich bin nicht so zufrieden mit der Abwechslung von den Blöcken. Sieht mir ein bisschen zu wild aus. Ein bisschen schade, wenn das so einfach ein bisschen schlecht aussieht vom verbunden von der Verbundenheit, genau. So, aber ja, das lässt sich leicht machen. Machen wir gleich mal schnell. Und dann gehen wir kurz ein bisschen auf Erkundung. Ich möchte nämlich schauen, wie groß der Fichtenwald ist. Weil ich muss ja auch irgendwie Story reinbringen. Und in einem Fichtenwald geht sozusagen die Story bei mir. Also beginnt einfach so die Story von meinem Projekt. Ja, und sieht viel cooler irgendwie aus. Aber könnten wir nochmals irgendwie ein bisschen bearbeiten? Hier drauf kommt ja noch etwas, also Licht eventuell oder so. Sieht halt. Er sieht schon viel besser aus, sieht aber irgendwie, ja, bisschen künstlich aus, nicht so praktisch, wie man halt die Brücken kennt, die so, gemacht wurden, um, ja, viele Waren zu transportieren und so weiter und, also der Fichtenwald ist riesig. Das ist ja mal mega geil. Ui, da habe ich Lust drauf. Ja, und dann haben wir hier noch eine Wiese. Okay. Nochmals eine Wiese oder Ebene sozusagen. Okay, sehr schön. Ja, die Lavaseen, die müssen wahrscheinlich weg. Die sind jetzt hier gerade an einer falschen Position. An einer anderen Position könnte man die besser nutzen. Und gibt es hier Füchse? Wir müssen wahrscheinlich ein paar Füchse platzieren. Sind die irgendwie biomabhängig? Also was für ein Fichtenbiom es ist. Also Wölfe haben wir hier. Aber Wölfe sind ja eher so ein bisschen die böseren Tieren, beziehungsweise einfach. Ah ja, Füchse haben wir hier. Und noch ein Dorf. Wow, ein schönes Dorf. Das können wir optimal noch ein bisschen ausbauen und nutzen. Ja, es gibt ja in den Gothic-Spielen so kleine Lager. Könnten wir so nutzen. Okay, mehr möchte ich jetzt eigentlich auch noch nicht erkunden. Ich habe jetzt geschaut, was noch für ein Biom kommt. Und das ist wieder ein Gebirge. Gibt es hier noch ein anderes Wärmebiom, Kältebiom? Hier gibt es ein Portal, das nicht existiert. Es existiert eigentlich nur der Boden. Okay. Ja, das geht ja. Schauen wir mal kurz. Ja, ist alles gut mit der Aufnahme. Hier haben wir zwei fliegende Steinbrocken eher. Lamas. Oh cool, Lamas. Wo sind die Ziegen? Die sind, glaube ich, nicht in diesem Gebirge. Sondern eher so in diesem Gebirge oder hören. Oder ist das eine Ziege? Das ist eine Ziege, okay. Also schon auch im Gras natürlich. Ist ja klar, die essen Gras. Aber ja, das können wir ja schauen. Wo steht das? North Bio Minecraft Mountains. Okay. Weit unten links. Der sechste.
Ja, ist das Biom? Aber das ist, sagt mir jetzt einfach nichts. Also früher war ja das extremely hills und das ist einfach nur Mountains, also nur Berge. Ist ein bisschen stark vereinfacht worden, finde ich. Aber es wurde ja stark verändert, das Spiel. Also ja, so viele Abschnitte hier sind anders oder dazugekommen. Und ich glaube, es kommt auch viel dazu noch in 1.18. Da freue ich mich riesig drauf, weil die Biome und so sehen richtig cool aus. Ich habe ein paar Snapshots, also experimentell Snapshots angeschaut. Es gibt leider noch keine Snapshots, die einfach so sind. Ja, runterladbar sind. Die müsst ihr einfach irgendwie, ja, selber runterladen, nicht vom Launcher. So. Ja, da haben wir jetzt mal die Laterne. Die können wir mal kurz schauen, einfach mal platzieren. Sieht schon viel heimischer aus, heimlicher. Da muss irgendwas noch da drauf gehen. Da können wir zum Beispiel, ja, gut. Aber passt. Wir können uns immer wieder verbessern. Gebt Feedback. Also seid die Ersten, die mir ein bisschen helfen können. Egal wie. Also einfach sagen, was ihr so denkt. Hallo, Creeper. Ja, hallo. Geht's gut? Und wo ihr denkt, einfach es könnte besser sein. So. Ich schaue mir jedes Feedback an, natürlich. Ich mache mir Gedanken. Ich habe eigentlich nichts dagegen, das dann umzusetzen. Ich werde es sogar umsetzen, denke ich mal. Wenn nicht, dann sage ich es natürlich. Weil es kann ja sein, dass irgendwie, ja, das jetzt überhaupt nicht passt oder es einfach irgendwie Probleme gibt. Die Story oder so etwas dagegen spricht. Also, das Projekt wird nicht nur irgendwie was nicht, sagen wir mal Mittelalter. Es wird alles. Das tun wir mit einer Story verknüpfen, die auch passt. Ja, ich sag jetzt nicht Zeitreisen. Zeitreisen ist jetzt eher etwas, das es überall gibt. Also, viele machen einfach mega die Zeitreisen. Und so weiter, Stories. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass wir gemeinsam, also nacheinander, also der Story, der ist jetzt ein bisschen später gekommen. Die Leute sind einfach von der normalen Welt, wie wir es kennen, hier in die Minecraft-Welt gekommen und müssen natürlich hier so ein bisschen gemeinsam aufbauen. Wir müssen ja ein bisschen gemeinsam leben. Weil die Monster, die sind viel schwerer. Sagen wir jetzt mal so. Also als Spieler, ja, müssen wir das auch irgendwie balancieren können. Weil eventuell das Bauen auch nicht. Ja, es wird schon gehen. Also wir machen, dass es geht, aber dass das Bauen nicht im Vordergrund ist dann. So wie beim Herr der Ringe Mod oder so. Das, da ist auch sozusagen einfach das Bauen dann in den Hintergrund geraten und die Erkundung und das Questen in den Vordergrund. Also ich Lord of the Rings Mod heißt es einfach. Ist ein richtig toller Mod, aber natürlich ja eher so ein bisschen Facing. Also ja, man hat die Herr der Ringe Welt, die ein bisschen zufallsgeneriert ist, glaube ich. Ja, klar. Aber ja. Immer die Region nach dem richtigen Ort sind. Und dadurch ist der Mod, sieht aber nicht gut aus. Ist der Mod natürlich, ja, nicht gerade so spielenswert, aber einfach cool zum mal erkunden und so weiter. Und was ich mir so gedacht habe, ich möchte gerne irgendwie
Ja, es ist einfach viel zu schwer. Ich stecke einfach ein bisschen fest. Ich möchte gerne ein bisschen anfangen zu modden. Aber es ist für mich ein bisschen zu verwirrend mit dem Programmieren. Brauche ich irgendwie ein bisschen Hilfe oder sonst irgendwas? Und ich würde dann wirklich extremst anfangen zu modden, wirklich sehr viel Zeit investieren. Neben dem Hochladen dann und dem Livestream, das ich ja machen möchte, geht es schon noch ein bisschen, weil ich ein bisschen mehr Zeit habe als andere. Zum Unglück. Ja, sieht wunderbar aus. Die Details kommen langsam. So, machen wir mal ein paar Fässer da. Die muss ich suchen, weil ich noch nicht weiß, wo die sind. Ja, heißen nur Fass. Die machen wir hierhin. Dann machen wir noch einen Unterstand. Schwer. Schwer gerade so ein bisschen rauszufinden. Ja, was jetzt da gerade. Sind jetzt wieder die Hühner weniger geworden? Was wollte ich noch rausholen? Also Treppe habe ich schon. Ah ja, die anderen Treppen. Stimmt ja. So. Wenn wir jetzt wieder hier ein anderes Holz nehmen, ist das natürlich schon echt viel besser. So, wie platzieren wir jetzt das richtig? Wenn wir es falsch machen. Nein, andersherum. So, danke schön. Alles mit Lernen verbunden. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Details machen. Sieht dann auch nicht nach einem Bauernhaus aus. Also, ja. Ich sag mal den kleinen. Also Hühner, wo seid ihr? Neben dem Gehege. Wie kommen die raus? Was ist denn mit den Hühnern los? Das ist problematisch. Okay, ein Huhn ist noch ein bisschen versteckt. Der Creeper muss irgendwie raus. Den jagen wir raus. Da ist auch nochmal ein Creeper. Okay. Der ist durch den. Das ist der gleiche gewesen durch das Fenster. So. Ist doch viel schöner als hier. Ja, hier sieht es halt auch ein bisschen noch schlecht aus. Ja. Hier unten unter der Brücke müssen wir noch ein bisschen etwas machen. Die ist halt zwei breit. Ja, wunderbar. Also die Brücke gefällt mir schon viel besser. Wir haben ja noch gerade zum Anfang von diesem Part ein bisschen noch verändert. Die zwei vielleicht nochmal so ein bisschen ändern in der Mitte. Können wir irgendwie eine Angel? Es geht halt mit dem Rüstungsständer unsichtbar machen und so. Da bin ich noch nicht drin. Das muss ich noch erlernen. Macht eine Glocke Sinn? Also ein Lagerfeuer möchte ich gerne platzieren. Teppiche und so wäre nicht schlecht. Ja, welche Farbe wollen wir jetzt am Anfang machen? Was würdet ihr, wenn ihr in eine Minecraft-Welt geht und zeigen möchtet, dass ihr zugehört zu den anderen oder etwas gründet, eine Zugehörigkeit gründet, was würdet ihr für eine Farbe nehmen? Ich habe ja an Blau oder Grün gedacht, aber das sind genau die zwei Farben, die eigentlich jetzt nicht so die wirklichen, ja, nicht fremden Farben sind. Also sie sind nicht fremd. So herum. Ich möchte eher so ein bisschen eine andere Farbe nehmen.
den Anfang und eben weiß, Füchse in der Nähe gibt, möchte ich gerne Orange nehmen. Ich weiß nicht, Orange ist vielleicht nicht so eine Reichsfarbe. Oh, den Lagerfeuer brauche ich natürlich. Also es ist nicht so eine Art, ja, was ich jetzt wirklich sagen könnte, Dings eher Niederlande. Wenn man jetzt schon so denkt, welches Land in ja, auf der Welt so orange ist. Da denken sicher viele Niederländer dann, ja, wir sind hier vertreten. Das ist wahrscheinlich ein niederländischer Let's Player oder Weltenersteller. Ja, ist ja nicht schlecht. Also. So, dann gehen wir mal zu den Bannern. Ich hoffe einfach für euch ist es ja gut genug spannend und so weiter. Also ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt so, dass das Projekt wie ein Singleplayer-Projekt, also den Survival-Modus-Projekt. Aber ich habe das immer am liebsten gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber einer hat es schon recht schön gebaut. Leider immer nur in Flat Worlds und so weiter. Und sonst habe ich englische Speed, ja, wo die Videos, also was er baut, ganz schnell durchgespult werden, damit man natürlich nicht so viel warten muss ständig. Und sonst muss ich wahrscheinlich wieder. Ja. Ja, ist doch, habe ich doch schwarz eingegeben. Machen wir mal einen Rahmen, das weiß ich, wie das geht. Wurde das verändert? Ich weiß nicht. Okay. Gleich mal schauen, bevor ich mich hier noch. Sonst haben wir ein Problem. Ja, das Naturgeräusch und so. Habe ich gerade kein Internet? Oh Mann, das ist so doof. Bis ich da LAN-Kabel und alles habe, geht noch einige Zeit. Weil das spackt momentan extrem herum. Keine WLAN-Wellen kommen. Genau, das ist ja der Tisch. Okay, der Tisch ist mir nicht mehr so geläufig gewesen. Habe ich nur kurz erst probiert. Kartographer Tisch. Deshalb geht es. Ist ja klar. Müssen wir schauen, wie das geht jetzt. Dankeschön. Das liegt am Internet. Verlieren. Das ist gerade geruckelt. Und deshalb habe ich natürlich auch lange Hochladezeiten und so weiter. Das ist nämlich der Kartentisch. Er ist anders. Das ist ein bisschen blöder, weil es nicht so geläufig ist. Webstuhl. Ist ja klar, der Webstuhl. Ist es. Und ich bin beim Kartografentisch. Gewesen. Wegen, das habe ich benutzt, aber Webstuhl habe ich eigentlich nie benutzt. Auf den Server kam ich nie so weit. So, machen wir das mal so. Und dann machen wir noch einen Punkt oder irgendwie eine Route. Sieht ein bisschen böse aus. Das ist natürlich so ein bisschen japanisch. Ja, das müssen wir alles nochmals verbessern. Wir könnten das nochmals beides mischen. Was könnten wir hier nehmen? Ja, machen wir ein Gefängnis.
Würde jetzt einfach mal so nehmen und danach noch etwas rein. Jetzt irgendwie die anderen Formen müssen wir mit den Plänen machen. Okay, ich möchte gerne irgendwie so ein Fuchsgesicht oder so machen. Ja, ich dachte mir, weil die Tiere sonst einfach zu kurz kommen, wenn wir gegen Monster kämpfen, machen wir so ein bisschen Tier. Ich bin ja, habe ja auch mehrere Server. Das würde ja eigentlich nicht schlecht sein. Es ist also einfach so richtig mittelalterlich so. Da ich schon ein paar wilde Server gemacht habe, so mit Tieren und so. Also sind ja Tieren eher weniger. Ist das denn hier denn so? Okay. Passt mir leider alles nicht so. Ja, müssen wahrscheinlich schlicht bleiben oder einen Punkt möchte ich nicht eintun. Machen wir so. Das ist ein bisschen zu schwarz vielleicht, aber ja. Also da gibt es sicher ein paar Leute, Könige oder so, die. Zeigen möchten, dass sie ja, Königreiche ein Königreich machen können und gut regieren können. Aber sie sind noch nicht so weit. Also ja, das Haus sieht auch relativ neu aus. Es ist noch nicht kaputt. Also wir könnten es ein bisschen kaputt machen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt macht, dass einfach ein bisschen von der Rinde fehlt. Das ist so ein bisschen das Problematische, was ich jetzt gerade muss nur finden, wo die waren. Wenn wir einfach mal dieses Holz hier ausmisten. Sieht schon viel besser aus. Machen wir mal das. Von vorne sieht es schon echt viel besser aus. Ja, zu viele Details sind auch nicht gut. Machen wir hier oben noch eins. Hier können wir aber auch noch etwas hinklatschen. Es fehlt irgendwie etwas. Das könnten wir hier hinklatschen. Eben detaillierten Sachen schauen. Wir könnten irgendwo ein Gerüst aufstellen. Das ist, wenn wir jetzt ein bisschen. Ein Gerüst hier. Ja, es ist natürlich schwer. Nein, ich will das richtig platzieren. Bin ich auch noch nicht so geläufig. Wir ein bisschen zeigen, dass wir im Aufbau sind. Ich hoffe, es ist nicht zu. Ach, das ist doch dumm gemacht. Das ist so etwas nicht nötig. Weißt du, es ist nicht leicht genug, einfach hier drüben platzieren. Also, wenn man nicht Umschalt drückt, seitwärts geht und dann noch in die falsche Richtung und so. Ein bisschen doof gemacht. Also, dann holen wir nochmals eine Laterne. Die kann man ja auch hier platzieren, genau. Vorne machen wir das am besten auch. Ja, dann wäre eigentlich eine Glocke auch nicht. Falsch, also so Rüstungsstände könnten wir auch noch platzieren wegen Klamotten wechseln. Machen wir doch mal was. Das mache ich dann mal außerhalb von der Aufnahme. Ja, Fenster könnten wir eigentlich auch schon reintun natürlich. Ist natürlich auch wieder völlig woanders. Dankeschön.
Sieht ja nicht schlecht aus. Ja, in eine Richtung machen wir dann im nächsten Part. Okay. Ja, dann ist der Part fertig. 25 Minuten. Könnt ihr auch ein bisschen kürzer oder länger machen, kein Problem. Und ich mache das noch mit den Klamotten. Und dann platzieren wir noch eine öffentliche Kiste. Das machen wir jetzt gerade kurz. Alles an diesem Ort, wo wir jetzt noch nicht so viel machen müssen. Werkzeug, Tisch, Werkbank, genau. Und der Webstuhl können wir auch lassen. So. Oh, nehmen wir das Banner wieder. Warte, das ist nämlich nur hier. Dann tun. Ist viel besser so. Okay, Feedback immer willkommen. Dürft immer wieder ein bisschen Verbesserungen oder auch Lobs oder Kritiken geben. Und ja, ich verbessere mich natürlich ständig und da macht es natürlich auch für euch dann immer wieder mehr Spaß. Und wenn nicht, gebt mir Hilfe. Dann geht's auch. Okay, gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.